Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Video zu Stray. Alle Sammelobjekte und auch alle Trophäen 100% Geld für Kapitel 2 angekommen in der Totenstadt. Gibt es hier auch nicht allzu viel zu tun. Sammelobjekte haben wir eins und wir haben eine Trophäe. Das sind die beiden Sachen, die ihr in Kapitel 2 hier finden könnt. Wir haben einmal wieder die Möglichkeit zu kratzen und da haben wir hier zwei Teppiche direkt nebeneinander. Ihr braucht nicht auf beiden zu kratzen, ne? Ganz, ganz wichtig, es reicht, wenn ihr hier einmal kurz eure Pfötchen dran wetzt. Den zweiten hier drüben braucht ihr nicht, aber da sie direkt nebeneinander liegen, haben wir das ein paar Mal gemacht. Und eine kleine nervige Trophäe gibt es ebenso noch in Kapitel 2. Die habe ich auch nochmal als einzelnes Video für euch hochgeladen, so wie ich das generell mit den Trophäen machen werde. Aber sie kommen halt auch hier in die Sammelobjekte rein, damit wir hier wirklich ein 100% Guide auf die Reihe bekommen. Mich kriegst du nicht, heißt die Trophäe, und lasst euch nicht von den kleinen Viechern hier erwischen. Die dürfen nicht auf euren Rücken springen, sollten sie es tun. Und ihr müsst sie mit Kreis abschütteln. Dann war es das mit der Trophäe. Dann einfach den letzten Checkpoint laden und hier nochmal durchlaufen. Aber wie gesagt, dafür habe ich eigenes Trophäenvideo. Schaut da am besten rein. Da gebe ich nochmal den einen oder anderen Tipp und Trick, wo und wie ihr warum auch lang laufen solltet. Genau, das war's. Ich hoffe, das kleine Video war wie immer hilfreich für euch, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so war, lasst den Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr nicht geschehen, dann verpasst ihr natürlich weiter kein neues Video. Ich danke euch und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie.